Hallo bei mir im Küchengarten. Das heutige Video dreht sich um etwas, was jeden Hobbygärtner, professionellen Gärtner und alle Naturliebhaber aufs Brennende interessiert und auch betrifft, und zwar um die Unterstützung der Nützlinge, insbesondere der Wildbienen hier bei uns im Garten. Ihr habt mich vielleicht in meinen letzten Videos darüber jammern hören, dass hier bei mir im Garten die Bienen, Marienkäfer, Ohrenschlüpfer und andere Nützlinge immer weniger werden. Also ich erlebe wirklich von Jahr zu Jahr, dass die Insekten weniger summen und kreuchen und fleuchen. Das ist richtig erschreckend, weil ich kann mich noch aus meiner Kindheit daran erinnern, wie die Wiese voll mit Bienen war und wir wirklich aufpassen mussten, barfuß im Klee, also die Wiese bestand damals mehr aus Klee als aus Gras, herumzulaufen. Jetzt ist sogar am Lavendel oder am Salbei die Bienenzahl an einer Hand abzuzählen. Das schockiert mich so richtig, denn ich lege hier in meinem Garten großen Wert darauf, heimische Wildstauden zu pflanzen und in jedem Jahr auch einjährige Blumen, die besonders viel Nektar liefern, wie zum Beispiel Ringelblumen, Borretsch und auch den Beinwell. Also das sind großartige Stauden und auch einjährige Pflanzen, die sich in euren Gärten aussamen und die Wildbienen nähren. Es muss was getan werden, und ich war ja auch bei diesem Garten-YouTuber-Treffen im Raum Bodensee in der Kräutergärtnerei Syringa, und die hatten dort ein großartiges eine Nisthilfenwand, kann man sagen. Dort hat es gesummt. Es war eine richtige Freude, und da habe ich mir gedacht, so will ich es auch. Und ich habe im Internet recherchiert, einiges gefunden. Dann musste ich natürlich hier bei mir im Küchengarten den richtigen Platz finden, denn vor allem die Wildbienen mögen es sehr sonnig, im Gegensatz zu den Marienkäfern, die ja eher Schatten brauchen. Am besten nehme ich euch mal mit auf dieses Erlebnis, auf dieses neue Projekt, wo mein lieber Mann natürlich tatkräftig unterstützt hat. Auch mein ältester Sohn, also der älteste Teil der Jungmannschaft, war aktiv mit dabei. Der möchte zwar nicht so gern vor die Kamera treten, aber mithelfen tut er immer großartig. Vielen Dank, Niklas, dafür. Kommt mit, seht es euch an. Ich denke mal, ihr werdet begeistert sein und auch einiges an Ideen für euch mitnehmen können. Angefangen hat alles mit diesem tollen Strauchbaum. Das ist eine sogenannte Rosskastanie. Die steht hier schon, seit wir dieses Grundstück gekauft haben. Jetzt, Anfang Juli, sind die Blüten schon am Verblühen, aber wenn sie in voller Blüte steht, sind die Blüten über und über voll mit Bienen und Hummeln. Das ist wirklich großartig, also ein ganz toller Strauchbaum, duftet auch herrlich, hat hier einen recht knorrigen Wuchs, wie man sieht, und treibt von unten sehr stark nach. Da bin ich immer wieder am Ausschneiden. In diesem Fall jetzt war das Austreiben von unten wirklich sehr toll, weil der Haupttrieb ist nämlich, ich weiß gar nicht wieso, der ist einfach kaputt gegangen. Er hatte gar keine Blätter mehr und war auch ganz vertrocknet. Und da war es wirklich gut, dass der Baum schon so viele Ausläufer gebildet hatte, weil hier war eigentlich ein genauso großer Ast, der sich auch schon verzweigt hatte, der seine Aufgabe herrlich übernommen hat. Er überwächst auch hier so wunderschön den Eingang zu meinem Küchengarten. Also ich möchte den Baum nicht missen, auch wenn er etwas Arbeit macht, weil die ganzen Triebe immer wegzuschneiden und nachher auch der Dreck von den runterfallenden Blüten ist schon enorm, aber was soll's. Auf jeden Fall konnte ich den ältesten Teil der Jungmannschaft überzeugen, diesen alten knorrigen Ast, den ich unbedingt erhalten wollte,
für mich mit der Säge zu fällen, möglichst schonend, möglichst tief unten. Er hat das natürlich mit großer Freude gemacht. Er hilft mir wirklich immer genial im Garten. Und jetzt zeige ich euch, wie der aussieht. Und hier ist nun das gute Stück ein Traum, nicht wahr? Viel zu schön, um es wegzuwerfen, zu verschreddern oder auf den Kompost in meinem Fall. Mit dem kann ich sicher noch etwas machen, eine traumhafte Dekoration hier im Garten. Nicht nur Dekoration, denn viele Wildbienen zum Beispiel, natürlich auch andere Käferarten und Insekten, nisten in Totholz. Also ist es besonders wichtig, totes Holz bei euch im Garten auch mal liegen zu lassen, in irgendeiner Ecke, die ihr sonst nicht so besonders braucht. Ich habe mit dem Ding allerdings was Besonderes vor. Das wird nicht in irgendeine unbetrachtete, tote Ecke geworfen, sondern das kriegt einen prominenten Platz. Und zwar, wir schwenken jetzt einmal hier rüber auf die Hauswand hier. Da habe ich ja dieses Beet vor meinem Fenster. Momentan habe ich da Kaffeeol drinnen, also da prallt die Sonne wirklich immer herrlich hin. Das ist südseitig gelegen. Aber wie ihr hier seht, habe ich schon ein neues Projekt gestartet. Diese Wand ist doch wahnsinnig hoch. Ich zeige euch das mal kurz. Es hat hier oben auch so ein kleines Vordach, was ja recht nützlich ist, damit es nicht so an die Wand wettert. Aber sie ist wahnsinnig hoch, unbegrünt, eigentlich nutzlos für die Natur rundherum. Und wie ihr hier seht, habe ich schon das Projekt angefangen, sie in eine Insektenwand zu verwandeln. Hier habe ich einen ganz normalen Blumenkasten aufrecht hingestellt und mit einem Lehm-Sand-Gemisch gefüllt, da die Mauerbienen und viele andere Bienen sehr gerne in so sandigen Böden nisten. Sie bauen da wahnsinnig gern ihre Gänge hinein. Hier unten ist ja mein heißgeliebter, also einer meiner heißgeliebten Muscatella-Salbeis, der Wildbienen und vor allem die blaue Holzbiene stark anzieht. Hier unten sehe ich gerade eine, aber die ist immer so schnell. Da seht ihr, sie fliegen. Das sind riesige Brummer, vom Aussterben bedroht. Und ich bin so froh, dass ich ihnen mit dieser Pflanze Nahrung hier in meinem Garten geben kann. So, jetzt habe ich euch genug drumherum erzählt. Jetzt geht's zur Sache. Zuerst haben wir ein paar Äste weggeschnitten, damit der Baum an einer Seite schön flach war, zum an die Wand befestigen. Dann haben wir den besten Platz gesucht und mein Mann hat gut vorbereitet, die richtigen Dübel, die richtigen Haken gesucht und dann unter etwas Protest, weil er bohrt nicht gerne in die Außenwand, wahrscheinlich geht es einigen von euch genauso, die Löcher gebohrt. Natürlich immer unterstützt von Luki, der ist wieder Vorarbeiter und schaut immer ganz genau, ob wir das richtig machen. Wir wollten den Baum mit Draht befestigen, deswegen haben wir Haken in die Wand geschraubt. Das Ganze sollte stabil werden, damit auch bei Sturm, da doch eine Angriffsfläche an dem Baum ist, das Ganze gut hält. Wir haben uns für verzinkten Draht entschieden und nicht für eine Hanfschnur, die natürlich optisch viel schöner wäre, da die über die Zeit hinweg doch vermodert, verwest, und wir haben das schon oft bei der Befestigung von Bäumen an ihren Pflöcken bemerkt, dass die dann mit der Zeit abfallen. Optisch gesehen kann man es natürlich im Nachhinein noch drüber geben, aber der Draht selbst sorgt für die Stabilität. Dann war das Ganze wunderbar platziert und nach so viel Arbeit braucht man natürlich unbedingt eine Ruhepause. Weitergegangen ist es dann mit dem kreativen Teil, den ich sowieso viel lieber mag. Und zwar habe ich verschiedenste Nisthilfen für die verschiedensten Bienenarten gebastelt, zusammengewürfelt. Denn es gibt ja hier in der Schweiz 600 verschiedene Wildbienenarten.
Und die haben alle unterschiedliche Anforderungen an ihre Nistplätze. Nur 30 dieser 600 Arten nisten zum Beispiel in diesen Niströhrchen. Zuerst habe ich mal die Unterlage des ganzen Konstruktes, das sind Ziegel, Dachziegel, die übrig geblieben sind, einigermaßen eben gemacht. Das ist Pi mal Daumen, ihr kennt mich, das reicht für mich. Und das ist jetzt schön stabil, ich möchte nämlich da weiter in die Höhe gehen und es wird auch ein bisschen Gewicht haben und deswegen habe ich mich für diese Ziegel entschieden. Ein ganz wichtiges Element bei den Nisthilfen ist Totholz, das wird wirklich unterschätzt. Hier habe ich einen schönen alten Holzstamm, der liegt sicher schon 6 bis 7 Jahre bei uns im Garten herum. Der muss wirklich schon gut angerottet sein, auch schon von Pilz durchfressen, damit zum Beispiel auch die schwarze Holzbiene sich ein Loch darin graben kann. Ihr könnt ganz einfach sehen, wenn mit einem Schlüssel oder hier einer Gartenschere sich etwas abkratzen lässt, dann hat es schon die richtige Konsistenz für die Wildbiene zum sich dort hineinfressen. Allerdings, wenn das noch zu hart ist, kein Problem, lasst es einfach ein paar Jahre dort stehen und es wird von selber richtig. Die nächste Nisthilfe habe ich in Tonröhren gemacht. Die sind hinten und vorne offen, die sind nämlich an und für sich für den Weinkeller gedacht. Jetzt musste ich mir hinten einen Verschluss ausdenken, denn die Niströhren für die Wildbienen müssen immer auf einer Seite verschlossen sein. Niklas hat mir aus Abfallholz mit der Stichsäge Kreise ausgesägt, die ich dann hineingehämmert habe in die Rückseite dieser Tonröhren. Weiter abgedichtet habe ich das Ganze dann mit Kapokwolle. Das ist eine Pflanzenfaser, die in den Früchten des Kapokbaumes vorkommt. Die verwendet man sehr gerne in einem Hummelkasten als Nistmaterial für die Hummeln. Daher hatte ich auch noch etwas übrig. Das ist jetzt kein Muss. Ich hatte es allerdings noch übrig und es ist ein wahnsinnig weiches, wasserabweisendes Material und sehr ähnlich der Baumwolle und natürlich ein nachhaltiges Produkt. Und sowas verwende ich natürlich immer gerne weiter und wieder. Der letzte Schliff kam dann mit flüssigem Sojawachs. Das habe ich jetzt noch zum Abdichten hier drüber gegossen. Vielleicht übertreibe ich es ja ein bisschen, aber wenn ich mir schon die Zeit nehme, so etwas, so ein großes Projekt zu machen, dann möchte ich es auch richtig machen. Fertig hat das Ganze so ausgeschaut, also das ist wirklich dicht, da geht nichts mehr durch. Zum Befüllen dieser Tonröhren habe ich so Pappröhrchen verwendet, die hatte ich noch da, die werden von den Wildbienen sehr gerne angenommen, sollen allerdings nicht zu stark nass werden. Da diese Röhren eh recht tief sind, ist da wirklich nicht die Gefahr. Dann hatte ich auch noch Schilfhalme und ich werde mir auch noch Bambusröhrchen besorgen. Das Ganze ist ja ein laufendes Projekt, bis ich die Wand wirklich schön voll habe und ich stresse mich da nicht und nach kommt was Neues dazu. Dann habe ich nochmal in so einem Blumenkasten eine Lehmsandwand gemacht für die Wildbienen, die in solchen Steilwänden nisten. Da habe ich das Glück, dass hier in der Schweiz von der Firma Ricota ein spezieller Sand angeboten wird, der schon gut gemischt ist. Ansonsten kann man einfach so Lehmpulver verwenden und den mit Sand mischen. Habe ich gehört, soll auch gut funktionieren. Das Wichtige ist hier, dass man den Sand, wenn er getrocknet ist, noch leicht mit dem Fingernagel abkratzen kann. Er darf auch nicht zu weich sein, weil sonst die Gänge zusammenbrechen. In diese Steilwand habe ich dann auch noch Steine mit eingearbeitet, weil es eine Anzahl Wildbienen gibt, die ihre Gänge in solche Lehmgemische hineingraben, aber immer nur direkt neben einem Stein. Also da decke ich jetzt doch eine Vielfalt ab. Diesmal hatte ich meinen Mann, der das für mich hinaufgeschleppt und platziert hat. Und jetzt schaut das Ganze schon wirklich schön aus.
Die Röhre an der ganz rechten Seite enthält Markstängel, die ich von den Brombeeren habe. Die haben innen drinnen noch ein feines Mark, das sich einige Wildbienenarten gerne herauskratzen oder sich hineinbeißen und dort drinnen ihre Larven ablegen. Und was brauchen Insekten noch, außer eine schöne Behausung? Na klar, etwas zu essen. Ich habe verschiedenste Kräuter hingesetzt, hier einen speziellen Lavendel. Wichtig ist, dass die Sachen in unterschiedlichen Monaten blühen, sodass immer Nahrung zur Verfügung steht. Hier habe ich eine Sandnelke, da dazwischen, weil noch Platz war, eine rote Rübe, hier ein Wiesensalbei, ein Gamander. Natürlich muss das Ganze auch noch die Hitze, die hier südseitig besteht, ertragen. Genau nach diesen Punkten habe ich die Pflanzen ausgewählt. Das ist also der momentane Stand des Projektes. Ich bin schon richtig zufrieden und möchte es laufend ergänzen, auch mit verschiedensten Nisthilfen die Wand hinauf. Ist das nicht ein sensationelles Projekt? Ich bin richtig beseelt von dieser tollen Bereicherung meines Gartens. Ich danke euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart bei diesem außergewöhnlichen Projekt. Als Wunsch habe ich an euch, dass ihr euch auch überlegt, wie ihr in euren Gärten die Nützlinge fördern könnt, denn es ist höchste Eisenbahn, es wird immer schlimmer. Wenn euch dieses Video gefallen hat, empfehlt es gerne weiter, gebt mir einen Daumen rauf und ich freue mich sehr, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!